Wir brauchen Erziehung zur Tradition und Traditionspflege. Das heißt für mich, die ganze Geschichte im Blick haben. Gedenkfeier der Bundeswehr zum Volkstrauertag. Im Ehrenhain des Ausbildungszentrums Munster. Die Bilder wurden uns zugespielt. Bei der Zeremonie müssen Bundeswehrsoldaten auch Kränze für Wehrmachtsdivisionen ablegen. Darunter auch berüchtigte Eliteeinheiten. Wie die Panzergrenadierdivision Großdeutschland. Sie beging Massaker an dunkelhäutigen Soldaten der französischen Armee. Nachweislich nicht das einzige Kriegsverbrechen. Geehrt wird auch das Panzerkorps Feldherrnhalle. In dieser Einheit waren viele aus der Schlägertruppe SA. Unter den Gästen der Bundeswehr sind zahlreiche Veteranen der Wehrmacht, auch der Waffen-SS. Am Abend davor gab es schon ein Traditionstreffen im Offiziersheim der Bundeswehr. Ich gehöre zur 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Sein Verband galt als besonders fanatisch. Der Veteran hatte engen Kontakt zu dem SS-Oberführer Meyer, der kanadische Kriegsgefangene erschießen ließ. Im Ehrenhain spielt ein Veteran ein besonderes Lied für seine Kameraden, während Bundeswehrsoldaten daneben stramm stehen müssen. Das ist das treue Lied der Waffen-SS. Das Verteidigungsministerium schreitet seit Jahren nicht dagegen ein. Etliche Kasernen tragen noch immer die Namen von hochrangigen Nazi-Offizieren, wie die General-Hüttner-Kaserne in Hof. Hans Hüttner war Ritterkreuzträger und galt damals als überzeugter Nationalsozialist. Wir fragen am Standort der Kaserne, am Volkstrauertag, wie man hier den Namenspatron Hüttner sieht. Ich sehe ihn als ganz normalen Soldaten und auch ihn muss man gedenken. Kann so jemand noch ein Vorbild sein wie Hüttner? Ja, würde ich sagen, ja. Warum? Er war General und war guter Führer, kann man sagen. Ne? Auf jeden Fall war Hüttner dem Führer treu bis zum Schluss. 1943 hielt er eine Durchhalterede. Einmal wird auch dieser Krieg siegreich zu Ende gehen. Und dazu wollen wir alle unserem Führer helfen. Kann man all das heute ausblenden als Bundeswehr? Ich kann das als Reservist ausblenden und kann sortieren. Ich kann erkennen, dass er nationalsozialistisch tätig gewesen ist. Aber wenn ich heute an meine als Führungskraft in der Wirtschaft daran denke, ich muss auch manchmal Durchhaltereden halten. Jetzt gibt es aber eine Diskussion, ob man diese Kaserne umbenennen soll. Was halten Sie davon? Nur Unsinn, man will unsere Historie verwischen. Man will uns die Götter nehmen. Hüttner, nicht das einzige falsche Vorbild für Soldaten heute. Kontraste liegen exklusiv Gutachten des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes der Bundeswehr vor. Darin finden wir noch viele andere belastete Kasernennamen. Zum Beispiel die Freiherr von Fritsch-Kaserne. Generaloberst Fritsch schrieb in einem Brief nach der Reichspogromnacht, es seien drei Schlachten zu schlagen und eine davon gegen die Juden. Und der Kampf gegen die Juden ist der schwerste. Nicht traditionswürdig sind all diese Namensgeber. Das war schon 2004 das Ergebnis der Gutachten, die das Verteidigungsministerium selbst in Auftrag gegeben hatte. Doch damals verschwanden sie im Giftschrank. Bis heute. Seit 1982 gibt es einen eindeutigen Traditionserlass, der vorschreibt, für die Bundeswehr sind nur Personen traditionswürdig, die sich um Recht und Freiheit verdient gemacht haben.